Klappern Action die zweite. So, ihr seht schon, das Studio ist wieder voll. Wir sind wieder da. Wir waren wieder bei Action einkaufen. Diesmal war aber nicht ich einkaufen, sondern der gute Kai. Ja. Dementsprechend weiß ich nicht, was drin ist. Ich weiß nicht, was es gekostet hat. Ich weiß nur, wir haben eine große Tüte voll. Du hast, glaube ich, zu mir gesagt, es sind 10 Produkte. Genau. Beim letzten Mal haben wir 6 Produkte gekauft, diesmal haben wir 10. Und wir lassen uns mal überraschen, weil dann kommt es ein bisschen besser. Deswegen habe ich die Sachen diesmal gekauft, damit Ronny wirklich das auch noch nicht ein bisschen lesen konnte. Und wir schauen mal. Es war ja beim letzten Mal quasi ein Erstversuch, wo wir sagten, okay, guck mal, wie die Gerätschaften sind, weil die doch sehr, sehr günstig sind. Und wir waren aber auch sehr, sehr überrascht. Und an dieser Stelle mal vielen, vielen Dank an euch, an euer Feedback, dass ihr alle so ein Guilty Pleasure habt. Also quasi so ein verstecktes, dunkles Geheimnis. Ihr geht günstig einkaufen. Und konntet auch noch ein bisschen was zu der Qualität und Haltbarkeit sagen, was wir im letzten Video natürlich noch nicht so beurteilen konnten. Mittlerweile wissen wir, dass die Produkte A, günstig sind, B, aber auch wohl über längere Zeiträume halten. Da sprach jemand von, der hat sich Smart Home gekauft und hat das dann zu Hause mit eingebunden. Und bestimmte Sachen, die wir vorgestellt haben, wurden von euch auch schon gekauft und benutzt. Und die halten auch soweit ganz gut. Also haben wir gedacht, okay, gehen wir in die Runde 2. Wer Action jetzt nicht kennen sollte... Das ist ein holländisches Unternehmen. Das hat einen Sitz in Holland, lässt auch irgendwo da produzieren und mit Sicherheit kommt das Zeug trotzdem aus China. Davon kann man eigentlich ausgehen, sonst würde man diese günstigen Preise nicht halten. Also mal, ich sage mal ganz grob, es ist eine Discounterkette. Jo. Genau. Und verbreitet sich jetzt auch in Deutschland immer weiter und halt auch sehr günstige Preise. Ja. Und wir haben ja sogar in dem letzten Video sogar Kommentare von Mitarbeitern von Action gehabt, ja, die dann gesagt haben, endlich werden mal Produkte von uns ausgepackt. Und die dann auch gesagt haben zum Beispiel, warum ist manche Verpackung so schwer und so weiter, damit man halt Diebstahl unterbinden kann und so weiter und so fort. Genau. Aber ich würde sagen, jetzt stellen wir erstmal alles hin. Wusch, Tüte weg, das ist der Inhalt. Was es gekostet hat, werden wir noch rausfinden. Und ihr seht schon, so ein bisschen Referenzen zu größeren Marken sind vielleicht zu erkennen. Also ein bisschen Gaming-Hardware ist mit bei. Das mal kurz nur der Ausblick, was euch erwartet. Und ich würde sagen, alles weg und wir fangen mit einem an. So, Ronny, was willst du anfangen? Mit dem günstigsten oder mit dem teuersten? Das weiß ich doch nicht, was es gekostet hat. Ich fange einfach mal damit an. Battletron Gaming, also das ist ja quasi die Gaming-Marke von Action. Das sieht man dann. Da stand auch sehr, sehr viel. Ja. Und was natürlich auch wir beim letzten Mal schon angesprochen haben, es erinnert stark an Razer-Produkte mit diesem Schwarz-Grün. Aber das machen auch andere Hersteller. Auch hier ist es wieder wirklich erkennbar, dass die Verpackung wieder komplett zugeklebt ist. Also nochmal zusätzlich. Also das mit dem, man will vielleicht versuchen, einen Umtausch auszuschließen, weil die Verpackung dann schon kaputt ist. Ich glaube, da ist was dran. Es hatten auch manche Mitarbeiter einer hatte das in die Kommentare geschrieben, dass das auch bewusst gemacht wird, um Diebstahl zu verhindern, dass halt Sachen nicht aus den Verpackungen rausgenommen werden. Deswegen auch so teilweise sehr knisternde Verpackungen, dass das halt auffällt wahrscheinlich im Geschäft. Aber ja, werden wir wahrscheinlich nicht rausfinden. Die Zusammenhänge kennen wir halt nicht. Nee. Okay, jetzt haben wir hier Lautsprecher, die schon mal super leicht sind. Kabel ist fest. Man könnte es wahrscheinlich aber aufschrauben. Das sieht aus, als wäre es hier ein Passivtreiber. Ist aber nichts. Das spielt sich alles hier vorne nur ab. Entschuldigung, dass du da noch einen passiven Treiber arbeitest, oder? Na gut, das hätte ja theoretisch möglich sein können. Ist alles möglich. Ihr wisst ja noch nicht, was es gekostet hat. Ja, also sehr leicht, sehr günstig, auch von der Materialbeschaffenheit. Quasi spiegelt das dann halt auch den günstigen Preis wieder, den ich jetzt aktuell immer noch nicht kenne. Aber wir haben fancy LED-Beleuchtung. Ich bin jetzt sehr gespannt mit einem 3.5er und USB, wie wir jetzt hier erstmal Musik einspielen. Wir haben weder Kosten noch Mühen gescheut, um die beste Audioqualität liefern zu können. Haben hier den Assel und Kern SR15, liegt so ungefähr bei 650 Euro, High-Risk Player. Und das ist das richtige Produkt für diese Leute. Für wahrscheinlich 20 Euro, ich weiß es nicht. So, jetzt muss ich mal das Kabel noch ein bisschen aufspalten, damit ich Richtung USB-Port komme. Aber nichtsdestotrotz, wir waren beim letzten Mal doch überrascht von einigen der Produkte. Und ich erwarte jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, ich erwarte jetzt doch einiges. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das RGB sieht gerade richtig nice aus. Brumm gibt es inklusive. Ganz leicht, egal. So, also das Licht können wir natürlich auch ausschalten. Wir können es anschauen. Oh, fancy rot, fancy grün, fancy blau. Dann wird es so gelblich. Dann haben aber jetzt mal ohne Mist, das sieht richtig gut aus. Vor allem auch die wieder einzelnen Segmente. Ja, also, die Animationen sehen auch flüssig aus. Es kommt der, wie heißt die, GBL
Achso, du meinst jetzt die Flair-Lautsprecher? Die Flair oder so, aber ja. Aber genau. Das erinnert halt auch an diese Leuchten, die wir letztens von Action hatten, weil die auch sehr wahrscheinlich waren. Ähnlich aufgebaut. Also das jetzt erstmal rein zur Optik. Die LED-Funktion sieht irgendwie ganz nice aus. Also man sieht klar die einzelnen Segmente hier, aber der Übergang ist schon ganz nett. So, da haben wir hier noch eine Lautstärkeregelung und mehr nicht. Was ich mich jetzt frage, ist, ob man den auch ausschalten kann. Wahrscheinlich, der geht halt mit dem USB-Port direkt an. So, okay, ich stelle das mal in eure Richtung. Das sieht schon cool aus. Ja, und muss jetzt hier nochmal kurz Musik raussuchen, die wir auch abspielen dürfen. Vor allem, obwohl der hier auch relativ hell ist, wirkte trotzdem, ja. Ja, die sind selbst an dem hellen Platz hier ausreichend von der Beleuchtung her. Jetzt kommt gleich der Klang und... Ach, ich glaube, das... Na, mal schauen. So, das ist 100%. Das ist jetzt volle Lautstärke bei beiden? Naja, ich habe jetzt hier 100% und hier auch voll aufgedreht. Ja, okay, nee, dann mach mal 150. Also ich... Das geht tatsächlich. Ja. Jetzt, es ist schon leicht am Übersteuern. Ja, aber jetzt ist ein bisschen zu laut schon. Die Lautstärke ist auch schon ganz gut. Also was man jetzt hier nicht bekommt und auch nicht erwarten darf, ist wieder so ein felsenfester, abgrundartig oder abgrundtiefer Bass. Das blubbert nur so ein bisschen aus den Lautsprechern raus. Ein gewisses Grundrauschen über das Kabel haben wir auch. Aber ich sag mal so, was die Mitten- und Hochtöne angeht, finde ich das eigentlich völlig okay, was hier rausbekommt, weil wir reden hier, glaube ich, von einfach mal nur 10 Euro oder 15 Euro. Also hier vorne steht übrigens drauf, noch 2x5 Watt wird geliefert. Ja. Ich will noch ein bisschen was... Okay, Frequenzbereich 50 Hertz bis 20 Kilohertz. Ich glaube, da braucht man jetzt nichts. 50 Hertz definitiv nicht. Ja, und das war's halt. Reactive Light Mode soll übrigens auch sein, also dass er auf die Musik reagiert. Also müsste man jetzt mal gucken. Ja. Party, fancy. Das ist doch mal... Okay, hätte ich jetzt nicht erwartet. Nice. Also der Sound ist auch wirklich nicht schlecht. Also. Es ist okay. Also da fehlt jetzt einfach der Bass, der Tiefgang, ja, aber so grundsätzlich... Den Endvolumen ein bisschen, ja, aber ja. Trotzdem, also für PC, am PC mal... Ja. Für wenig Geld. Jetzt musst du sagen, ob ich jetzt mit 10 oder 15 Euro richtig lag, aber vielleicht sind es auch 20 Euro, ich weiß es nicht. Ich tendiere... Na, jetzt Licht. Pass auf, ich tendiere jetzt wie bei dem LED-Licht auf 10,99 Euro. Ja, weil es ähnlich fancy bunt leuchtet. Also ich sag... Also ich würde 20 Euro sagen, aber... Weil ich letztes Mal immer zu hoch dran war, sage ich jetzt 10. Einfach die Hälfte. Okay. Also ich würde schätzen 14,99 und Marci hat seinen neuen Lautsprecher für den Arbeitsplatz erstellt. Oh yeah. Da schneidet es die okay. Videos drauf. Also ihr seid taktisch schon ein bisschen cleverer. Wir sind bei einem Preis von 11,95 Euro. Oh. Mann, ich wollte erst 11,99 sagen. Verdammt. Ah, das ist krass. Also wenn man bedenkt, dass die LED... Stäbe ja letztes Mal dieses Zweierzelt. Wenn ihr es nicht gesehen habt, guckt gerne das andere Video noch von uns. Unbedingt. Die waren bei 10 Euro. 10,99 Euro. Genau. Und letztlich, man hat hier fast das Gleiche drin, weil die sind auch sehr hell, haben auch diesen Musikmodus und das, aber man kriegt hier noch zwei Lautsprecher mit dazu. Und das für 1 Euro mehr. Krass. Ja, also... Und die Farben sehen wirklich, ich weiß nicht, wie es auf der Kamera wirkt, die Farben sehen wirklich gut aus. Ja. Ja. Also man kann jetzt nicht in der Helligkeit einstellen oder irgendwas, also wenn ich jetzt hier drauf drücke, so passiert erstmal nichts, aber letztendlich das mit dem Durchschalten, verschiedene Farben plus die Musikreaktion drauf, ist doch ganz geil und das für so wenig Geld, ganz ehrlich. Da kann man ja auch, also klar, man muss hier ein bisschen Defizite im Klang mitnehmen, das darf man nicht erwarten, weil es gibt Produkte, die 1000 Euro kosten. Aber dafür, dass ich sie im Laden bekomme, 2 Jahre Gewährleistung drauf habe, danke auch nochmal für den Hinweis darauf, Kassenzettel aufheben, 2 Jahre Gewährleistung, ich kann es in jeden Laden zurückbringen und zahle halt nicht viel Geld für, also. Ja, klar. 30 Kilometer mal schnell zur Action fahren. Ja, in unserem Fall. In unserem Fall jetzt, aber trotzdem noch besser, als irgendwas zum Beispiel nach China zurückschicken zu müssen, was du sowieso nicht mal so eben bewerkstelligst. Nee, ich meine bloß, die Spritkosten sind höher als das, was du kriegst. Kommt drauf an, was wärst. Nächstes Mal fährst du mit E-Scooter hin. Es sind zum Glück nur 25 Kilometer so. Ja, ist okay. Okay, würde ich sagen, schön. Dann okay. Auf zum nächsten. Ich greife mal hier hin und nehme ein ähnliches Produkt, was ich beim letzten Mal auch schon mit beigesteuert hatte, von Reload. Dual Wireless QE Charger mit einem 20 Watt Netzteil und 2x10 Watt können parallel beladen werden. Ist jetzt nicht wahnsinnig viel, aber grundsätzlich reicht es für die meisten Geräte erstmal aus.
Also das ist zwar oben ein bisschen Staub drauf, aber das hat mich wirklich angesprochen. Also ein Dual Charger mit 2x10 Watt, also Minimum wäre ja jetzt wirklich 5 Watt gewesen. Ja. Aber 2x10 Watt, das ist schon, also ich finde es wahnsinnig. Ich habe noch in Erinnerung von dem letzten Mediamarkt-Video, da hast du ja auch so was, hast du dich ja vergriffen, Kai. Ja. Ja. Und das war noch eins mit 15 Watt. Da war aber eins mit 15 Watt und war bei 45 Euro. Nee, das war 15 Watt. Und ich hätte eigentlich das 10er nehmen wollen. Das 10er war bei 18. Ja. Und das 15er, was ich nochmal, war bei 46. Richtig, 46 und das hat jetzt 20 Watt. Also 2x10. Genau, 2x10, ja. Also, das ist auch wieder typisch Amazon, keine frustfreie Verpackung. Ich hasse es. Irgendwo kam auch so ein netter Kommentar mit, ich habe überhaupt keine Ahnung vom Auspacken. Ganz ehrlich, habt ihr schon mal so ein Zeug ausgepackt, dann wisst ihr, wie es mir gerade geht, wenn man da nicht gerade eine Schere mitnimmt. Das kennt, glaube ich, jeder. So, Rückseite aufgerissen und dann kommen wir auch ran. Also Umtausch ausgeschlossen, die Verpackung nimmt ja keiner mehr an. Wenn man es ein bisschen vorsichtiger aufpackt, ich glaube, dann stellt sich. Ja, aber du musst es letztendlich irgendwo aufschneiden oder einschneiden. Ja. Also du kommst nicht drum herum, dass du hier die Verpackung nicht so schön hinkriegst. So, okay. Also, Netzteil Reload, es sieht jetzt auch sehr günstig aus. Hätte ich jetzt auch nicht anders erwartet. Maximal 20 Watt kann das bieten. Und hier haben wir quasi die induktive Ladefläche links, rechts plus eine LED-Statusanzeige, USB Typ C, auch sehr günstiges Kunststoff. Und hier unten drunter steht noch einmal 5 Watt. Genau, und da sind noch Plastikschutz, Folie ist noch drauf, damit man die Gummidinger noch... Ich weiß nicht, ob es Folie ist. Doch, ist tatsächlich Folie. Genau. Ja, kann man abmachen, dann rutscht das dann nicht. Also hier ist ohne und hier ist mit. Genau, gut. Und hier wieder beachten, Netzteil liegt halt bei, ne? Das ist ja... 20 Watt Netzteil. Genau, beim letzten Mal hatten wir nur das Ladepad, bin ich der Meinung. Ja. Also kann es denn jeweils nur 10 oder kann es denn, wenn du auf ihn machst... Nee, es ist wirklich 20. Jeweils nur 10. Okay. 2x10, so stand es zumindest drauf. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ich habe übrigens einen Gameboy mit bei. Hier ist kein Gameboy. So, packen wir erstmal deins drauf. Da lädt's schon mal. Pack meins drauf und da lädt's auch. Da sieht man die blaue LED. Genau, beide Geräte müssten jetzt mit 10 Watt laden. Ich sag mal, bei dir steht es 29 Minuten bis voll, bei mir steht es gerade gar nichts da, aber ich bin auch bei 90%, ich habe es auch gerade tatsächlich erst aufgeladen. Mhm. Also ich stelle das jetzt auch nicht in Frage. Ich gehe wirklich davon aus, dass die ihre 10 Watt jetzt sich gönnen. Ja, es ist ja nicht viel, das dauert halt lange. Ne? Ich sag mal so, dass das Pixel 7, was ich benutze, hat ja eh nur maximal 15 Watt. So, genau, also funktioniert. 10 Watt ist jetzt nicht viel, aber wer irgendwie zwei Sachen parallel beladen will, kann es machen. Jetzt das irgendwie doppelt legen, dass man auf 20 kommt, funktioniert leider nicht, obwohl der Telefon ist groß genug. Jetzt haben wir dann wieder die Preisfrage, was es gekostet hätte. Also ich... Weißt du noch, was das eine Pad ohne Netzteil beim letzten Mal gekostet hat? Ja, das ist 5,99 € oder 6,99 €. Das waren einzelne. 5 Watt oder 10 Watt Pad? Es waren sogar 15 Watt. 15 Watt, das waren aber ohne 15 Netzteil. Watt, genau. Okay. Ohne Netzteil, aber mit Typ C-Kabel und halt im Prinzip genau die Hälfte, einmal rund. Und da habe ich, glaube ich, 6 oder 7 Euro bezahlt. Und ich glaube, das hier lag dann bei, ich würde sagen, bei 12 Euro, wenn ich mich jetzt nicht ganz verschätze. Ich sage es mal nochmal, knapp 12 Euro. Exakt, das ist noch knapp unter, also knapp ein Zehner. Also... Ich finde es gerade krass, über was für Preise wir reden. In einem normalen Laden in Deutschland. Ja, aber das ist immer, wir sind jetzt vom letzten Mal auch ein bisschen... Wir sind jetzt ja schlauer, sag mal, weil die Preise ja dann doch recht günstig waren. Ja, also muss ich das immer nochmal vorrufen. Ihr wisst den Preis noch nicht, aber ihr geht jetzt schon so ran. Ja. Und ihr müsst bedenken, 2 Jahre Gewährleistung in Deutschland gekauft. Umtauschen und so weiter. Ja, ich meine, die Verarbeitung sieht jetzt nicht wirklich gut aus. Es ist also, günstiges Kunststoff. Also ja. You get what you pay for, ne? Aber wenn man dann wieder hört, weiß ich was, diese 15 Watt Netzteil, was... Bei Mediamarkt. Für 45, 46 Euro. Ja. Dann ist das natürlich schon schwierig, 10 Euro zu sagen. Aber irgendwie komme ich es da jetzt nicht anders krass. Bei weg. Es ist ja auch kein typisch deutscher Preis, muss man ja so sagen. Jetzt muss Daniel noch einen Preis raushauen und dann werde ich euch aufklären. Ah, 2x10 Watt sind wir bei 13,99 €. Hart gerechnet. Ist hart, aber. Also, dieses Dual Qi-Ladegerät-Set kostet 13,95 €. Boah, ich habe 12 wieder gesagt, ne? Na gut, okay. Test bestanden. Das ist schon krass. Das sind wirklich krass. Netzteil, Preise, Kabel und ein duales induktives Ladepad für 14 Euro. Du hast 95 gesagt, ne? Also 95. Ja, 14 Unterschied. Ja, aber wenn man tatsächlich mal überlegt, so ein Netzstecker oder so, ja, bei der Tankstelle,
bis locker, nee, oder, ne? Also 20 Euro oder ja, so. Aber ja, aber dieses 20 Watt Ladegerät ist schon... Wir mussten mal ein AUX-Kabel an der Tankstelle kaufen. 18 Euro hast du bezahlt, glaube ich, ne? Ja. Ja. Wir hätten sonst auf der 7-Stunden-Fahrt, 5-Stunden-Fahrt im Auto halt einfach keine vernünftige Musik hören können. Das hat sich wohl investiert, die 18 Euro. Es tut weh. Es tut richtig weh. Gut. Nee, wir machen das anders. Ich glaube, den Preis echt unterschätzt. Ach so, ist das Soundbar? Ist ja gar kein Mauspad. Nö, dann will ich das nicht. Ich wollte jetzt eigentlich einen ganz cleveren Schachzug machen, dass ich ein Mauspad nehme und dann die Gaming-Maus drauf ausprobiere, aber ich... Das war ja gar keine... Gut, also wir haben ja eine Gaming-Maus mit Color-Changing, also die Farbe kann gewechselt werden. Wir haben 1600, 2400 und 3600 DPI, ist nicht wahnsinnig viel, insgesamt 6 Tasten. Wenn es hinkommt, reicht es aber für die meisten eigentlich. Ja, ich denke auch, also 16.000 DPI Abtastrate nutzt jetzt auch nicht wirklich jeder. Es gibt natürlich Leute, die können das und die machen das. Ich gehöre auf jeden Fall nicht dazu. Ja, und das für den PC. Okay, jetzt müssen wir hier, oder? Müssen wir hier... So, siehst du, grünes Kabel, Aufgabe wäre erledigt gewesen, wäre unser Mediamarkt-Format jetzt zuletzt nicht gesehen. Ja, daran musste ich auch denken. Schieben wir das hier mal rein. 1,4 Meter Kabel haben wir, das sollte, glaube ich, ausreichen. Und vor allen Dingen mit Stoff ummantelt. Ja, Stoff ummantelt und aber super leicht, das ganze Mausteil. Also da ist... Keiner zu Hause? Da ist nichts drin. Also früher hatten wir noch die Stahlkugeln drin, die Mauskugeln, die doch gerollt haben. Davon sind wir so weit entfernt. Aber das ist sehr, sehr leicht. So, ich muss einmal das Kabel hier auswirren. Gut verhärtungsfrei, würde ich es jetzt nicht bezeichnen, aber zumindest Stoff ummantelt. Wie heißt die Firma nochmal? Battletron. Nicht Megatron. Mal gucken, wann wir denn Notebook vom Battletron testen. Ich glaube nicht. Wenn Action Notebooks anbietet, bin ich dabei. Gut. Aber auch hier merkt man einfach, es ist ein sehr, sehr günstiges Material. Ne? Also das siehst du halt hier an der Seite, beziehungsweise an den DPI-Dipschalter. Da oben siehst du quasi noch das Loch vom Rausnehmen aus dem Kunststoffguss. Es wird auch schnell Kratzer kriegen. Was aber sich ganz gut anfühlt, ist die Textur sozusagen ganz leicht von dem, was hier so weiß hinterlegt ist, wie Blitze und so weiter. Es klickt sich auch erstmal vernünftig. Mausrad sogar mit links und rechts drücken, das ist auch... Kann aber sein, dass da nur eine Taste drunter liegt. Kann natürlich auch sein, das wissen wir jetzt nicht. Und dann hast du halt noch die Daumentasten, 2 Stück. Die sind laut, die sind clicky. Es fühlt sich jetzt aber schon günstig an. Man kommt mit dem Daumen auch direkt hier auf die Klappe drauf. Also ganz ergonomisch gelöst ist es nicht, aber... Ich würde sagen... Wir schmeißen es an. Ja. Und dann sieht man schon, es leuchtet. Also die Farben wechseln automatisch. Jetzt ist es gerade grün, man sieht's. Jetzt wird es blau, hier oben ist noch grün. Sieht auf jeden Fall ganz fancy aus. Also... Ist jetzt nicht komplett hinterleuchtet, hier vorne an den, da wo die Finger drauf liegen, da nicht. Und der Rest geht halt automatisiert durch. Aber es ist cool, dass es mit wirklich immer auch nur bereichsweise dann übergeht. Mit einem kleinen Farbwechsel. An der Seite hast du auch bunt, hier hinten reflektiert es nur und an der Seite hast du dann auch nochmal blau. Ist okay, dann hat man halt wie gesagt den DPI-Schalter. Er zeigt sogar mit Farbe dann an. Ja, also zumindest rot, was es genau bedeutet. Oh, jetzt habe ich die... Oder drücken und am Mausrad drehen, um durchzuwechseln. Finden wir gleich raus. Auf jeden Fall, die Maus ist jetzt erstmal sehr schnell und das ist die erste Stufe. Also ich glaube, man sieht, das ist schon eine ordentliche Geschwindigkeit. Ich drücke jetzt nochmal drauf und dann wird es noch schneller. Genau, die Genauigkeit drauf. Und der Sensor ist natürlich noch mitentscheidend, ja, das können wir jetzt nicht aber sagen. Aber für mich jetzt, also die höchste Stufe für mich wäre jetzt schon zu viel, damit könnte ich jetzt schon nicht mehr arbeiten. Ich würde wahrscheinlich die einfache Stufe nehmen und dann hier den Arbeitsplatz öffnen, das X anvisieren und dann gehen wir hier nochmal 5 dahin und machen das wieder zu und dann machen wir... Cluster-Truck auf und guck mal, wie die Präzision richtig ist. Jetzt bin ich gespannt. Ich auch. So. Gleich hier Stufe 10 und los geht's. Gott. Fast. Da hüpft er von LKW zu LKW. Wow. Aber gut gerettet. Nee. Mit dem Gesicht im Asphalt eingeschlagen. Also wer kennt's nicht, das mache ich nachmittags immer auf dem Weg nach Hause. Mit der DPI-Einstellung, die ich jetzt hier habe, reicht mir das aus. Er fährt noch. Oh, sag doch, ohne dass du was machst. Schön. Ja, ich würde sagen, Testbestand für die Maus, oder? Also so, Ronny. Preise raten. Das ist jetzt bestimmt richtig. 10 Euro.
Ich bleibe eiskalt bei 10 Euro. Nicht bei 9,95 Euro? Nein, ich würde sogar auf 5,99 Euro runtergehen, aber ich bleibe bei 10. Dann sage ich 9,95 Euro, wenn Kai schon so rausknallt. Nee, warte mal, könnte der noch günstiger sein, oder? Das nee, wissen wir ja nicht. Ich sag 9,95 Euro, ich bleib dabei. Also ich habe letztes Mal einen Artikel geschrieben für eine Maus für 11,99 und die war echt unterirdisch eigentlich. Die ist besser, die ja, deswegen fände ich tatsächlich hier auch besser. Und wenn die jetzt noch günstiger ist, wäre das der Knaller. Deswegen sag ich 14,99 Euro tatsächlich. Diese Battletron Gaming Maus kostet 4,99 Euro. Nein! Das hätte fast gepasst mit den 5 Euro. Und es gab noch ein besseres Modell, das wäre bei 6,95 Euro gewesen. Ein besseres Modell? Das hat dann. Was? Hast du da, es sah optisch ein bisschen wertiger aus. Ey, ganz ehrlich, 5 Euro. Ja. Und ich habe jetzt, ich sag mal so, ich bin jetzt kein PC-Gamer, ich habe jetzt auch nicht so den Anspruch an die Präzision, aber für sowas hat es gereicht. Für den Arbeitsalltag wird es auch reichen. Es leuchtet fancy, es liegt gut in der Hand. Sag mal, wenn du anfängst, kompetitiv zu spielen, dann wirst du da ganz schnell an deine Grenzen kommen, weil du auch merkst, dass dann halt trotz hoher DPI-Anzahl der Sensor nicht so genau ist und so weiter. Ja. Oder wenn du da 2, 3, 4, 5 Stunden mitspielst, dass vielleicht das doch nicht so ganz angenehm in der Hand. Ja. Aber ganz ehrlich, das ist Meckern auf so hohem Niveau. 5 Euro. Wahnsinn. 5 Euro. Ja. Junge. Respekt, also wirklich, absolut. Es wird weiter induktiv geladen. Ja. Tatsächlich ein Wecker, also oder zumindest doch Alarmclock, also ein Wecker mit induktivem Laden, 15 Watt auch. 15 Watt. Hell- und Dunkeloption, LED-Display mit Time-Funktion, Data-Function und Alarm-Function. Okay, wenn es jetzt keinen Alarm geben würde, wäre es auch ziemlich blöd. Auch hier ist das wieder komplett zugeklebt. Und da waren etliche Packungen, ihr seht es auf den Clips, die wir einspielen, etliche aufgerissene Verpackungen von diesen. Wir wollten wissen, wie es aussieht, ich weiß klar. Es nicht, ja. So, ein langes USB-Typ-C auf A-Kabel. Oder ob ein Netzteil bei ist vielleicht. Weil das frage ich mich gerade auch. Ist nämlich nicht. Ja, gut. Oh, das. Also das erschüttert auf jeden Fall. Was ist los, Ronny? Oh, okay. Warte mal. Ach nee, die Waage liegt jetzt schon wieder woanders. Es ist halt super leicht. Also da ist wahrscheinlich genau ein Display drin und halt irgendwie noch 3 Kabel. Und es reflektiert ganz schön oder spiegelt ganz schön. Aber hier oben, also es sieht so ein bisschen irgendwie, weiß ich nicht, also hui, das ist sehr spartanisch, nennen wir es einfach mal so. Gut. Also ich kann ja wahrscheinlich mal ein anderes Kabel nehmen. Wir haben ja noch andere schöne Kabel hier. Jetzt brennt's durch. Nein. So weit würde ich halt nicht gehen bei den Produkten. Auch wenn sie günstig aussehen, sie funktionieren. Ich finde aber irgendwie lustig, dass es so wie so ein Spiegel ist. Also ist das, was ich ja im Schlafzimmer an der Uhr, glaube ich, am wenigsten brauche. Ja, ich glaube, das ist bewusst auch gemacht. Es wirkt ein bisschen wertiger dadurch. Ja, ja, die Vorderseite auf jeden Fall, der Rest dann halt irgendwie nicht so. Aber man nimmt es ja auch nicht ständig in die Hand. Ich sag mal, das mit dem Leicht, das merkt man ja nicht. Und es muss ja nur, ich sag mal, auf dem Nachttisch. Ja. Also du kannst jetzt hier auf jeden Fall... Ah, dimm kannst du es auch noch. Genau, deswegen Tag-Nacht-Funktion. Und jetzt ist es aus. Ist auf jeden Fall... Ja, man hat halt diese 3 Stufen quasi. Also das Schwächste dürfte dann eigentlich reichen, dass man dann im Dunkeln nicht geblendet wird. Das Flackern ist jetzt durch die Kameraaufnahme. Das ist in echt nicht zu sehen. Das ist das LED, genau. Das kann man jetzt nicht verhindern. Genau, das ist ein Datum einstellen. Ja, irgendwie kann man es einstellen. Ich friemel mich da jetzt nicht ein. Das ist, glaube ich, mit Anleitung geht es leichter. Ja. Also wie gesagt, sehr, sehr leicht. Sehr günstig. Vorne die Front sieht tatsächlich aber ein bisschen hochwertiger aus. Genau. Und das Special-Killer-Feature ist ja quasi... Auf dem Nachttisch gepackt und du kannst abends dein Telefon rauflegen und es lädt auf. Ich weiß noch nicht genau, wo die ist. Da ist es. Also so, ja. So will er es nicht. Ah doch, jetzt hat er auch gerade vibriert. Doch, da auch. Also das funktioniert. Ich muss ein bisschen abseits von der Mitte das Telefon jetzt drauflegen, aber auch hier lädt er kurz. Immer aufs Telefon an, genau. Ja, genau. Ja. Und hier ist natürlich jetzt wieder das Netzteil entscheidend, dass man dann auch mit der höchsten Geschwindigkeit laden kann. Ja. Man sind ja bis zu 15 Watt möglich. Ja, also Netzteil fehlt. Wir haben einen Wecker, den man dimmen kann, der nicht so wertig wirkt, aber eine 5, bis zu 15 Watt induktive Ladefläche hat. Hm. So, Ronny. So, Ronny. Also rein induktives Laden, haben wir ja gesagt, geht schon bei 6 Euro los. Jetzt hatten wir das angehabt, was waren das? 12 Euro. Jetzt haben wir noch ein bisschen Display dran. Ich gehe jetzt mal ganz krass ran mit 17,95 Euro. Wahrscheinlich gibt es das Ding auch für einen Zehner. Ich sag 14,95.
Wahrscheinlich ist es aber bei 11,95, aber ich sag 14,95. Man weiß es nicht. Komm, wegen dem coolen Style sind wir hier vielleicht schon bei 19,99. Also der Wecker mit Skiladefunktion kostet 9,95 €. Nein! Ey, und ich sag's wieder, wahrscheinlich geht's für Zähne weg. Ey, das kannst du doch keinem erzählen. Ja, das ist schon. Das ist doch, als hättest du einmal AliExpress gescammt oder so und sagst hier, die Preise also will ich auch in Preise Deutschland sind haben. Sind schon das. Und letztendlich funktioniert. Klar, es ist leicht, es steckt nicht viel drin, es kann auch nichts, aber da muss man auch ganz ehrlich sagen, was erwartest du denn für 10 Euro denn? Ne? Also, muss nur halten. Das muss nur halten, genau, dass es dann auch seine 1, 2, 3, 4, 5 Jahre dann durchhält, dann. Alles super. Das ist krass. Aber auch so, kauf mal eine 15 Watt Keyladestation. Ja, ne? Ja. Alleine die. Ja. Da bist du 15 bis 20 Euro locker los. Ja. Je nach Händler, manchmal auch sind die dann halt auch 45. Vielleicht ein bisschen wertiger und alles, aber da hast du auch kein Netzteil bei. Nee. Ronny freut sich, weil ich weiß nämlich warum. Ja, weil ich den Preis schon kenne. Denn das hast du privat schon zu Hause. Zweimal. Und das ist genauso verklebt hier immer noch. Ja, es ist eine Dual Charging Dock, oder eigentlich eine Ladestation für zwei Controller PlayStation 5. Ich finde es gut, dass man auch hinschreibt, dass die Controller nicht dabei sind. Die passen ja auch alle gar nicht in die Packung. So, das Schöne ist, hier gibt es natürlich auch wieder LED obendrauf. Oder umsonst, oder mit, oder wie man es auch beziffern mag. Das klickt man dann einfach nur hier so rein. Irgendwie. Okay, ich habe es beim letzten Mal gemacht, wahrscheinlich genau so. So, einmal raufdrücken. Dann haben wir halt hier hinten quasi den USB-C-Port. Dann haben wir ein Kabel. Also ein Netzstecker quasi oder Adapter an sich gibt es auch nicht. Den muss man dann auch wieder selber nehmen. Und ich nehme jetzt hier einfach mal das, was wir jetzt hier haben. Was die Qualität angeht, kann ich mir hier jegliche Worte auch drüber sparen. Es ist ein Produkt, wo ich weiß, was es kostet und viel mehr würde mich dafür wahrscheinlich auch nicht ausgeben. Es ist schon sehr super günstig. Aber wir haben jetzt gerade keinen PS5-Controller da, um das zu zeigen, aber genau. Du weißt ja aus Erfahrung. Ich kann den Controller hier oben reinsetzen in beiden Fällen. Es leuchtet auch in beiden Fällen und es leuchtet aber auch, wenn der vollgeladen ist. Und das LED-Licht, was hier drin ist, leuchtet auch ganz schön hell. Im Dunkeln ist es sehr unangenehm. Also, man froppe den oben drauf, dann fängt es hier an zu blinken. Und ich glaube, wenn er fertig war, hat er ein Dauerleuchten drauf gehabt. Und man sieht jetzt schon, glaube ich, dass es relativ hell ist. Und wenn das dann hier irgendwo so auf Gesichtshöhe steht, sieht das zwar ganz geil aus, aber das Geblinke ging mir total schnell auf den Keks. Man kann es leider nicht einstellen. Nee, leider deswegen, nicht. Und deswegen hast du gleich das Bimaiko? Ja, weil sie ja nicht wussten. Außerdem kostet es ja bloß ein Fünfer. Du hast jetzt gespoilert einfach mal so, ja? Ja. Ich sag, kostet 4,95 €. Nein, 4,99 €. Ja, na was? Daniel, was hast du? Ja, natürlich 4,99 €. Und der Preis ist auch korrekt, 4,99 € für die Dual-Ladestation mit 2x10 Watt, beziehungsweise maximal 15 Watt. Warum sind sie jetzt an der Stelle nicht konsequent? Die 95? Weiß ich auch nicht. Es gab die Station auch noch für PS4-Controller, die haben dann Micro-USB-Anschlüsse. Und es gab, glaube ich, noch eine Alternative, die ein bisschen universaler sein soll. Die habe ich nicht gesehen. Ich hatte nur die im Augenblick, im Augenfeld oder im... Ich weiß nicht, ob es auf der Videoaufnahme noch zu sehen ist. Auf jeden Fall waren die nebeneinander, gab es verschiedene. Also es ist, wie gesagt, es ist eigentlich schon praktisch, ja, weil man es halt einfach reinlegen kann. Es ist mal ein bisschen fummelig, den Typ-C-Port zu treffen. Was mich tatsächlich dann gestört hat, ist halt einfach dieses Licht, weil es halt einfach in irgendeiner Art und Weise immer leuchtet oder blinkt. Das dürfte gerne aus sein, ansonsten... Notfalls malt man es mit Edding an oder lötet die aus. Ja, natürlich. Klar, logisch, machen wir so. Ich pack das mal weg. Aber praktisch. Ja, was ist denn so vergleichsweise, wenn man so ein Original von PlayStation dazu... 40 Euro. Oder gibt es von Sony ein Original? Ja, ich glaube. Auch mit zwei Ports? Ja, ich glaube, es liegt so bei 30 Euro. Ich gucke jetzt nach. Natürlich qualitativ Welten, aber werden da Welten zwischenliegen? Es gibt sehr, sehr viele von alternativen Herstellern, die liegen so, sage ich mal, günstigsten Fall ab 20 Euro. Für ja, zwei. Also es gibt verschiedene. Also ich weiß jetzt nicht, wie gesagt, nicht, ob das Original von Sony ist, aber so irgendwie in dem Preisbereich von 20 Euro liegen auf jeden Fall. Ja. Hier ist die Sony Ladestation PlayStation 5. Die kostet 27,99 €. Ist 27 sogar, ja. Die ist original von Sony. Ja, 28 Euro nutzen oder nicht nutzen. Jetzt hast du was für einen Fünfer, wo das Licht ein bisschen nervt, aber es funktioniert genauso gut. Mache ich zu Hause, wie gesagt, auch schon so und das schon seit
weit vor dem letzten Action-Video, also von daher. Ja, also zumindest so lange funktioniert die bei dir auch. Ja. Fanboy. Was soll das heißen? Discounter-Botschafter. Finde ich gut. Ja, wer will schon zu viel bezahlen? Fertig. Keiner. Keiner will das. Guilty Pleasure, sage ich nur. Sparen, keiner. Wo geht. Na, kein. Hier. Ui. So. Ja, also kein Mauspad, sondern eine Gaming Soundbar. RGB Color Changing, Touch Control, zwar mit 5 Watt und ein USB-AUX-Kabel gibt es auch. Und es was sieht. Was hatten die anderen gekostet? Das wird genauso kosten. Das sagen wir dir nicht mehr, wenn du es nicht gemerkt hast. Tja, Mars. Aber so wie es aussieht, hat diese Bluetooth. Und vorne ein Stoff. Hat tatsächlich Bluetooth, ja. Verkleidung. Oh. Ja. Das heißt, ich kann mich ja mit meinem Telefon wieder verbinden. Oh, das sieht jetzt. Ganz schön gequetscht hier oben aus, der Stoff, den man drauf gemacht hat, von der Pappe, die das eigentlich schützen soll. Das ist wie so eine Gummiaufkleber. Das ist, glaube ich, die Unterseite. Gummiert. Achso. Dann ist es doch egal. Die Oberseite ist dann mit dem Touchbereich und einem Bluetooth. Hier. Genau. Also, so das kann ist man einfach nur die unten das Schaumpolster für die Standfunktion. Ja, aber ich. Ja, gut, stimmt. Hier oben ist wirklich ein Aufdruck. Ansonsten erkennt man jetzt nicht wirklich, wo oben und unten ist. Also nimmt sich jetzt unten viel. Wird aber eine LED-Umrandung sein. Die sieht sehr danach aus. Stimmt. Ja. Genau, auf jeden Fall sieht das irgendwie ein bisschen wertiger aus. Wir haben hier so angedeutetes Metall, auch wenn es so Kunststoff ist. Wir haben Stoff drauf, günstigen Kunststoff hier an der Seite, LED-transparenten Abschluss hier auf der Seite, Gummierung auf der Unterseite, eine Touch-Bedienung und halt eben Bluetooth-Kopplung plus ein Kabel mit 3,5er. Und aber so dann probieren wir jetzt Bluetooth aus. Ja, da bin und ich gespannt. USB ran. Ja, ich gebe mir. Also 2x5 Watt, hast du schon gesagt, sollen sie haben, die Lautsprecher da drin. Müsste ja vom Klang ähnlich sein, wie die wir vorhin schon hatten. Ähnlich gut. Also ich sag mal jetzt ganz klar, Soundbar perfekt für unter dem Monitor oder unter dem Fernseher. Ui. Oh, Ox-Mode. Ox-Mode. Oxford. Okay. Warte, Touch. Da leuchtet was. Und wenn ich hier drauf drücke, passiert tatsächlich auch was. Also mit dem Daumen hier drauf und dann hat man verschiedene Farbmodi. Und irgendwann ging es auch aus. Ich finde auch cool, dass das der Lautstärkeregler beleuchtet ist. Ja. Sowohl der Bereich als auch der komplette Ring. Ja, schade, dass der jetzt von der Farbe nicht mitwandert. Ja, das stimmt schon, aber gut. Ich mache jetzt mal Bluetooth. Na, ich denke mal, du bist schon drin, oder? Nein, AUX-Mode hat er gesagt. Oder du musst dich einfach per Bluetooth verbinden. Ah, irgendwie hat das jetzt angenommen. Ich mache das jetzt hier mal ganz kurz. Also Touch-Bereiche nicht hundertprozentig zuverlässig. Nee, nicht so richtig. Oder man muss ein bisschen rausfinden, wo genau die Bereiche liegen. Red-Koppeln. Battletron Soundbar. Jo. Dann nehmen wir die. Ich bin verbunden. Dann gehen wir bei YouTube rein. Gucken uns die lizenzfreie Musik an. Drücken wir jetzt mal ein Telefon. Volle Pulle. Da kommt bestimmt gleich noch Musik. Boah. Steuert ein bisschen. Also zwei Drittel Lautstärke klingt vernünftig. Na, hast du ja die beste Musik rausgesucht. Na, aber ja. Hier gibt es bestimmt auch noch so einen soundreaktiven Modus, dass dann unten der Balken so auch so mitwandert oder so, könnte ich mir vorstellen. Ja, oder drüberwischen. Drüberwischen, das sage ich manchmal auch. Ja, dann trifft man auf jeden Fall, jetzt läuft das mit. Aber nicht soundaktiv, oder? Nee, sieht jetzt nicht so aus. Ja, mal. Ist einfach so. Nee, der Streifen läuft einfach so. Also sagen wir mal so, mehr Bass als in den beiden Battletron-Lautsprechern. Natürlich auf hoher Lautstärke auch nicht wahnsinnig sauber, aber ich finde die Optik, muss ich ehrlich zugeben, finde ich ganz cool. Das sieht oben trotzdem super billig aus. Wir reden ja immer noch von wenig Geld. Ich brauch's, glaube ich, nicht mehr sagen. Aber dadurch, dass es so angeschrägt ist, man sieht, wenn man davor sitzt... Genau, das ist es. Und dieser Stoff, der hier vorne so genommen wurde, das wirkt schon ein bisschen cooler. Da hast halt das Drehrad hier für die Lautstärke, beziehungsweise an-aus. Was ich gut finde, dass ich das dann auch so machen kann, weil bei den anderen sind die ja mit dem USB-Port direkt angesprungen. Ich weiß, wo ich bin. Also jetzt hätte ich theoretisch einen 3,5er. Ich kann hier halt, wie gesagt, durchgehen mit dem Licht. Man sieht so ein bisschen, die Touchbereiche sind nicht so geil jetzt ausgelegt, aber... Es funktioniert und wenn ich dann hier irgendwie drüber gehe, dann geht er in den Bluetooth-Modus wieder rein und man hat gesehen, er speichert übrigens nicht die letzte Einstellung, also ich muss jetzt Bluetooth wieder selber auswählen, aber ich finde das jetzt völlig okay.
Also ich sage jetzt mal, das kostet 14,99 Euro, weil es wertiger wirkt. Jetzt ihr. Ich sag, das kostet auch 11,95. Ich sage 12,99. Und die Wahrheit liegt dazwischen, 13,95 €. Das kannst du doch keinem erzählen, oder? Das ist schon sehr günstig, ja. Ich habe... Ich guck mal auf Amazon, was so eine günstige Soundbar ja, kostet. Jetzt so mal eine Anekdote aus meiner Kindheit. Ich war so 12, 13, 14. Wir waren irgendwo im Pankow unterwegs und da gab es so einen Flohmarkthändler. Und der hatte so kleine Lautsprecher und wollte dafür, glaube ich, damals 10 Mark haben. Vielleicht waren es auch 20 Mark. Ich bin mir nicht ganz sicher. Jedenfalls haben die geklungen wie eine Tüte Mücken. Das war das Schlimmste, was ich mir jemals gekauft habe. Ich habe es bereut. Ist das hier Gold wert gegen? Und du hast Bluetooth und Touch und LED und 63 Frames mehr, weil je mehr du drauf drückst, desto schneller kommen die LED-Effekte rum und dann hast du automatisch mehr FPS. Ist ja klar, ne? Wenn man das als PC-Lautsprecher nimmt. 17,99 können wir ja kurz mal zeigen. Hier auch mit einem beleuchteten Regler. Ja, sieht so ähnlich aus. Also, naja, klar, das ist jetzt rund und nicht ganz so eckig, aber kommt der Sache nah. Da 17,99 gerade im Angebot, also sonst eher bei 20 Euro, 21 Euro, ist somit das günstigste. Ist halt auch irgendwie No-Name. Ja. Schuyal. Weil du jetzt aber gerade das so schön mit Amazon präsentiert hast und wir auch mal mit vergleichen, wer jetzt auf der Suche nach dem Action-Online-Shop ist, wird vergebens suchen. Es gibt zwar eine Action-Seite, eine Webseite an sich, aber du kannst das Zeug nur lokal kaufen. Du musst dich da selber. Und in, wie wir schon gelesen haben, in jedem Laden variiert auch so ein bisschen das Angebot. Genau. Natürlich sind auch manche dann einfach weg, weil wir zum Beispiel diese LED-Leuchten, die wir beim letzten Video gezeigt haben, da haben ganz viele von euch geschrieben, ja, die gibt es bei mir gar nicht mehr und wo kriege ich die noch? Genau. Also regional gibt es Unterschiede und manchmal ist es so, es ist eine Ware, die kommt rein und die kommt aber auch nie wieder. Ja, wenn weg, dann weg, so nach dem Motto. Genau, genau. Aber ja, okay, hier, 14 Euro. Ah, 14 Euro. Das ist krass. So, haben wir noch was Großes hier? Von Pulsar, Bluetooth Mini TWS Speaker, ready to use. Ja, den musste ich mitnehmen. Du hättest eigentlich zwei davon mitnehmen sollen. Ja, ich weiß, man hätte sie lernen können. Es hat das Budget nicht mehr hergegeben, ne? Nee, das stimmt. ja, also es ist ein TWS True Wireless Speaker. 5 Watt, 500 mAh Akku. Ja, und 2,5 Stunden Laufzeit. Und RGB. Und ein bisschen bunt wieder bei, ja. Und auch hier brauche ich wahrscheinlich wieder die Lizenz zum Aufreißen, weil ich versuche es mal. Ups, da war ein Lautsprecher. Aber gekonnt aufgestellt. Siehste. Skalpell, Herr Doktor. Ja. Da flog was durch die Gegend. Ja, ein Stück von dem Kunststoff, von der Verpackung jetzt. Das hat sich hier gleich zerlegt. Okay, es sieht aus wie ein Tweeter irgendwie von einem Fahrzeug, wo größere Lautsprecher drin sind oder so. Oh, das ist aber ein Mini-Kabel jetzt hier. Das ist nicht sehr lang. Also Typ C auf USB. Ich würde sagen, achso, ich muss es ja nur aufladen. Es gibt ja einen Anknopf. Mal sehen, ob uns Akkukapazität gegönnt wurde. Scheint nicht so. Ah ja, gut. Bei den Preisen kann man nicht, also nicht auf den Strom hochpacken. Sag das nicht. Du weißt noch nicht, was es kostet. Nee, tatsächlich nicht. Oh, das war ein Ding mit einem Soundfall. Mit einem ganzen Zaun. Das ist also noch günstiger, als du denkst, dass wir... 3,99 €, Marci. 3,99 €. Oh. Man übertreibt man nicht. Ja, richtig. 3,95 €. So, also auf jeden Fall lädt es jetzt. Und dann müssen wir nochmal, glaube ich, auf die Verarbeitung mit auch drauf eingehen. Also auch hier ist das gleiche, günstige Kunststoff. Kanten sind sichtbar, spürbar, es sieht halt auch günstig aus, es sieht auch ein bisschen schon geschrammt aus, also das wird auch wahrscheinlich schnell Kratzer aufnehmen, aber so grundsätzlich erstmal, denke ich, in Ordnung. Power on. Bluetooth Mode. Okay, dann machen wir nochmal die Bluetooth Connection. Okay, aber die hören sich jetzt nicht so gut an. Die klingen jetzt schon nicht gut. Aber ich sag, muss man ja noch LEDs dann anbekommen. Ja, ich sag ja, 3,99 €, da darf ich nichts für erwarten. Jetzt nimmt das. Ja. Ah, da ist es ja. Es nennt sich übrigens EE5821A, falls wenn ihr die Bluetooth-Kopplung suchen solltet. Ja. Ich erinnere mich an meine Anekdote, die ich gerade erzählt habe. Das ist der Lautsprecher aus deiner Jugend. Ich glaube auch. Also ein bisschen Bass kommt raus, Lautstärke auch, aber es klingt trotzdem nach Blechtrommel irgendwie. Aber es übersteuert nicht. Na, ist jetzt auch nicht wirklich laut, weil es das Lauteste. Aber es leuchtet schon so ein bisschen. Ich glaube, hier ist es essentiell, dass man wirklich zwei davon kauft und die in dem TWS-Modus nimmt für links und rechts, damit man wirklich diesen Stereo-Effekt bekommt. Ja.
Und ich glaube, dann klingt, weil es klingt nicht schlecht. Nee. Es ist nur nicht sehr laut. Es ist okay. Und über den An-Aus-Knopf kann ich übrigens auch pausieren. Es ist halt wirklich nicht laut. Das ist, Aber sind da jetzt wirklich... Das leuchtet, stimmt, der Ring leuchtet mal ganz dezent nur. Ja. Das sieht jetzt gerade aus wie ein Amazon Alexa Speaker oder so. Ja, und der wechselt immer wieder die Farbe, eben war er grün. Genau, es wiped jetzt hier die Farbe durch. Jetzt ist es bei blau. Und da sieht man, Bluetooth ist immer noch an. Ja, der Akku wird sicherlich vielleicht 2 Stunden reichen, wenn er vollgeladen ist. Ja. Aber ich finde auch gut, es ist immer USB-C. Ja, egal wie günstig es ist wenigstens alles per USB-C-Anschluss. Ja. Also so alleine klingt er jetzt ein bisschen sparflammenmäßig, weil da einfach irgendwie ein bisschen was fehlt. Grundsätzlich aber auch solide. Also es ist jetzt kein absoluter Reinfall. Und mein Lautsprecher, den ich damals hatte, der klang auf jeden Fall deutlich schlechter. Ich finde auch ehrlich gesagt, wenn man jetzt den ich in der Hand nimmt, ich merke, dass er so leicht ist, er sieht witzig aus. Ja, ist so zum Hinstellen, ist dann kugelförmig, er ist auch im richtigen Abstrahlwinkel, sodass er, wenn er auf dem Tisch steht, dann auch wirklich so in Richtung Kopf. Ja. Und ich kann mir das vorstellen, wenn du so 2 hast, stellst du so, weiß ich, im Garten irgendwie auf einen Gartentisch oder so. Oder von mir aus auf die Küche oder einen Küchentisch oder so. Ist doch. Klebst du dir irgendwie eine Decke oder was? Also geil wäre, wenn du da mehr als wie koppeln könntest. Ja. Ich denke nicht. Low battery. Oh, low battery. Gut. Na dann hau mal einen Preis raus. Also ich hab's schon gesagt, 3,99. Alles klar. Boah, ich bin da bei Ronny. Ich sag 4 Cent günstiger. Einfach weil Ronny einen fotografischen Dächtnis hat. Ich habe den aber nicht gesehen. Du bist Lautsprecher in einem Discounter mit 2 Jahren Gewährleistung. Ihr seid bei 3,95 €. Ja. Und dann jetzt darfst du. Also ich sage 7,99 €, weil Akku ist ja auch noch. Dafür kriegst du 2. Kriegst du sogar noch Rabatt, sagst du dann. Ne? Also dieser Bluetooth-Lautsprecher mit 5 Watt und LED-Beleuchtung kostet 4,99 €. 4,99 €? Wahnsinn. Ganz knapp daneben. Aber ganz ehrlich, für 10 Euro hätte ich jetzt 2 mitnehmen können. Ronny, und wir haben 20% daneben gelegen, Alter. Ja, das ist eine ganz schöne hohe Fehlerquote. Also für 4,99 € würde ich den nicht mitnehmen. Nein, bei 3,99 € hätte ich noch mit mir reden lassen. Also wo wir uns noch so wirklich so an früher erinnern, wenn man noch so einen Walkman hatte und dann hattest du hier so die Größe ungefähr, wie so eine Kabel gebunden und das waren wirklich so eine Tröten. Blechtrommel. Da wäre man in dem Alter heutzutage. Da bist du der King. Das ist ja Wahnsinn. Da bist du der King. Ja, wirklich. Das ist schon wirklich krass. Kind müsste man wieder sein, ja. Junge. Aber letztlich, ganz ehrlich, da haben nicht nur Kinder mit Spaß. Nee, ich glaube einige mehr. So, jetzt wird's aber richtig krass. Ich glaube, ich habe falsch rausgezogen und falsch aufgebaut. Man hätte das direkt kombinieren können. Naja, egal, dann spielen wir halt nochmal mit der Maus und mit dem neuen Keyboard, was wir jetzt hier haben. Und ganz wichtig, deutsches Layout. Ja, das ganz oft ist es, wenn man in China oder weiß ich wo eine günstige Tastatur kaufen möchte, ist halt immer amerikanisches Layout. Genau. Da kannst du bei uns nicht viel mit anfangen. Kann man schon, aber es schreibt sich halt doof. Genau. Das macht dann keinen Spaß. Ich gucke jetzt nebenbei, was kostet die günstigste, auf Amazon die günstigste Tastatur mit RGB-Beleuchtung. Und wir gucken ganz entspannt zu, wie Freude die packen. Ja, ich hab's schon offen. Also es ist wirklich alles an den Kanten nochmal verklebt. Also das ist wirklich so, die wollen das so. Also das kann man ja nicht ganz unbewusst machen. Ja, auf den ersten Blick haben wir hier erstmal eine Gaming-Tastatur, die nicht nach einer Gaming-Tastatur aussieht, aber ein bisschen Geruch mit sich bringt. Sie wirkt auch genauso günstig wie die anderen Kunststoffe, die wir jetzt schon hatten. Aber Mediatasten oben mit dran? Ja, das ist ganz cool, aber die Tasten drücken sich schon, fühlt sich schon ein bisschen günstig an. Keine Ahnung, ob das noch Rubber Dome ist oder noch irgendwie. Ja, da drunter noch irgendwas unter Rubber Dome. Ja, also mechanisch ist es natürlich nicht, darf man nicht erwarten. Da musst du mindestens 30, 35 Euro hinlegen, sag ich mal. Und selbst dann ist es auch nur, dann klickt es halt nur. Genau. Was ganz Simples, ich weiß nicht, Tasten, naja, ich lasse mal dran, sonst kriegen wir sie vielleicht nie wieder ran. Man weiß ja nicht, wie es aufgebaut ist. Ansonsten von der Unterseite, ja. Gummiert, Klappfüße auch gummiert, das ist auch schon mal okay, dann rutscht es zumindest nicht hin. Wie ist, sage ich mal, die Stabilität der Tastatur, wenn du jetzt ein bisschen versuchst? Ich glaube, das können wir direkt... Sagen wir mal so, solange sie sich beim Tippen nicht... Es gibt welche, die sind so weich, dass die sich beim Tippen schon durchbiegen. Ja, das jetzt nicht, aber... Nee, das geht schon klar. Aber man sieht schon, der Flex ist auf jeden Fall da, wenn ich da drauf drücke. Das ist günstiges...
Material, das bleibt einfach. Aber dabei. Ich sag mal, man, so doll sollte man ja eh nicht auf der Tastatur rumhacken. Aber es ist schon ein Qualitätsmerkmal, wenn es ein bisschen stabiler ist. Was man spielt. Naja, ich will jetzt Counter-Strike-Spiel. So, neu. Machen wir einfach mal hier so ein Textdokument. Milch für Mutti. Ich brauche Folgendes. Also die Buchstaben reflektieren jetzt gerade mit dem Licht, was von oben kommt. Das sieht bei euch jetzt natürlich nicht so aus. Was man aber sieht, hey, ich habe hier Licht, ne? Ich kann es an- und ausmachen. Funktionstaste. Zwei LED-Lichtmodi sollen sein. Zwei Stück. Ja, jetzt guck mal, jetzt pulsiert. Pulsiert es. Also ich muss das jetzt ein bisschen anheben, weil von einem Kamerawinkel her passt das nicht, weil ich selber habe jetzt eine durchgehende Fläche. Hier ist grün, hier ist orange und dann kommen die anderen Farben. Ich sehe das durchgehend. Hm. Übrigens richtig rausprobiert. Hier steht auch, dass man es so umschaltet. FN. Ja, tatsächlich, genau so. Leuchtung. Und jetzt hat man dann das Pulsierende. Das sind die zwei Modi, die wir haben. Ist jetzt nicht wirklich. Du kannst mit Funktionstaste und Page Up, Page Down auch die Helligkeit einstellen. Und lass mal drücken. Aha, jetzt? Ja. Eben hat das nicht gemacht. Okay, ja. Wir haben also vier Stufen oder so. Ja, okay, damit kann man noch die LED. Ist okay. Aber wie gesagt, fühlt sich jetzt nicht so ganz geil an. So, mein Einkaufszettel. Ich brauche übrigens, noch. Hier werden 3 Jahre Gewährleistung drauf geboten. Steht extra nochmal drauf. Also das ist schon krass. Mega geil. So, ich brauche noch etwas Butter, Milch und Honig. Also ich sag mal, man kann damit schreiben. Das ist völlig okay. Es ist halt eine ganz einfache, simple Tastatur, die beleuchtet ist, aber auch noch Funktionstasten hat, die man ganz schön weit reindrücken kann. Das finde ich jetzt krass. Da verschwindet ja der ganze Finger. Aber sie funktionieren. Also ich habe jetzt gerade einen Browser aufgemacht. Ich kann damit meinen Computer quasi öffnen. Ne? Also hier ist dann Outlook, E-Mail-Programm. Also Ronny, würdest du bitte ein paar negative Sachen finden? Sondern ich habe die Befürchtung, dass kein sein Büro damit ausstattet. Kann dir doch egal sein, du brauchst sie doch nicht zum Schreiben. Ja, hätte ich jetzt Musik an, könnte ich die auch noch starten, stoppen, Pause machen, Numpad ist mit dran. Also, es ist also man merkt schon, dass man in einer günstigen Preisklasse unterwegs ist, aber sie erfüllt ihren Zweck. Und es fängt bei dem Kunststoff an. Ich würde jetzt keine Bachelorarbeit drauf schreiben wollen. Zur Not würde ich das damit machen. Wäre mir, glaube ich, auch eigentlich egal. Also man fühlt schon, dass es ein günstiges Kunststoff ist und auch, dass die Kanten nicht so abgerundet sind wie bei einer etwas teureren Tastaturlösung. Aber es ist völlig okay. Also man kann damit so alles mitmachen. Man muss vielleicht mal ein bisschen mehr drücken, ein bisschen mehr Kraft ausüben, aber es funktioniert grundsätzlich. Also ich finde es völlig okay. Ich bin ratlos. Also eigentlich müsste man jetzt sagen, so 15 Euro, aber nein, die kostet 7,99 Euro. Ich weiß es nicht. Wenn die Maus so günstig war. Ja, deswegen. Er sagt immer was und nimmt dann die Hälfte. Ja, Ecke. Wieso, fällt das auf? Ronny. Achso, ja. Das war ja meine Idee am Anfang. Ich sag 9,95 Euro. Ich sage 6,99 Euro. Ihr lehnt euch aber alle weit aus dem Fenster. Diese wunderschöne Tastatur kostet... Diese Tastatur kostet 9,95 Euro. Was? Wieder unter den 10 Euro. Ja, und ich habe auf Amazon die günstigste RGB-beleuchtete Tastatur rausgesucht und die kostet 13,60 Euro. Ist ja auch okay. Mal zeigen. Ja, das sagt jetzt auch nicht viel aus. Genau. Könnte wahrscheinlich... Die sieht aber besser aus. Ja, das kann aber auf den Bildern Das sind die Produktfotos, ne? Die man schön gefotoshoppt hat. Oder auch was? Hier auf der Verpackung sieht die Beleuchtung ja besser aus, als sie dann tatsächlich ist. Also sie ist nicht schlecht, die Beleuchtung, aber man sieht halt, wo die LEDs sind und teilweise sind manche Bereiche sehr dunkel. Aber hey, 9,95 Euro und 3 Jahre Gewährleistung in dem Fall, inklusive aufgerupfter Verpackung. Ja, ich kann ja nichts dafür. Das geht nun mal nicht anders. Aber ja, also es funktioniert und für 10 Euro... Wie gesagt, da kann man sich nicht beschweren. Also man kann keine hohe Qualität für wenig Geld erwarten, aber hier wird trotzdem ein gewisser Standard irgendwie abgeliefert, dass es völlig solide ist. Anti-Ghosting hat das Ding auch, okay. Wahnsinn! Ich würde sagen, ich habe jetzt Bock, mir irgendwas ins Ohr zu schieben. Ich weiß, das klingt komisch, aber es liegt nur daran, weil hier TWS Sport Earphones RE300 Bluetooth Kopfhörer von Roseland rumliegen. 7 Stunden Spielzeit, 1 Stunde Laden. Okay, IPX5 wassergeschützt und ready to use. Und ein dezent kleines Case und dezent kleine Kopfhörer. Ich sag mal so, dann doch eher für den Sport ausgelegt. Es wird zumindest auch mit IPX5 geworben, also Spritzwassergeschützt. Ja, das reicht ja dafür aus. Alter, ich habe den Trick rausgefunden, wie man das macht. Man rupft es einfach mit männlicher Gewalt auf und hat dann beide Hälften irgendwie in der Hand. Gut, oder? Hey, es liegt sogar eine Anleitung bei.
Ja, und den braucht ja keiner, da guckt doch keiner rein. Oh, das ist aber sehr gummilastig jetzt hier gerade. Das finde ich interessant. Was schon mal gut ist, weil ich glaube, so ein reines Hartplastik am Ohr wäre irgendwann ganz schnell unangenehm. Genau, also auch hier, das Kunststoff wirkt ähnlich wie das, was wir alles komplett ausgepackt haben. Das, wie gesagt, ist komplett Gummi, kann ich auch abmachen. Ein Aufsatz, hier steht rechts drauf, hier steht links drauf, Ladekabel und dann haben wir hier das wunderschöne Ladekabel. Ja, das könnte auch ein Eishockey-Puck sein. Aber auch hier, so günstig wie sie sind und aussehen, auch hier USB-Typ-C-Port zum Beladen. Und wahrscheinlich müssen wir sie auch erstmal aufladen. Das könnte durchaus sein. Das stand aber ready to use. Naja, mal schauen. Ja, ich lege sie mal rein. Ich lege auch den mal rein. Oh, jetzt zumindest rote LED. Ja. Also da wird laut sein. Man hat noch ein paar Wechselaufsätze, also noch größer und noch kleiner. Also wird wahrscheinlich bei 80% der Nutzer oder 50% der Nutzer die Haltung im Ohr nicht so hoch sein. Das stelle ich mir jetzt so vor. Mhm. Aber wollen wir uns das mal ins Ohrzimmer. Mal gucken, was passiert. Ich weiß nicht, ob er jetzt irgendwie was auch sagt oder ob man beide rausnehmen muss. Oder er sagt nämlich nichts. Ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt schon koppeln kann. Du hast bestimmt den transparenten Modus an. Active Noise kennt sich jetzt auch an, ja. Roseland RE300. Also die sagen mir nichts, aber ich kann sie koppeln. Links. Connected. True Wireless Stereo Connected in einer super schwierigen Aussprache und Verständlichkeit. Jetzt mache ich aber mal Spotify. Das kann ich mir ja volles Fund aufs Ohr geben. Ihr hört das nämlich nicht. Aber schön den Doom Soundtrack. Reicht er wie ein kleines Kind. Ja, da fehlt der Bass, würde ich sagen. Ansonsten kann man reinhören. Oh, da kommt sogar ein bisschen Bass raus. Oh, oh, Marci, Anruf prüfen. Achso, Bruder. Hallo, wie hörst du mich? Wie blechern klinge ich denn? Geht eigentlich. Tipp mal an die Dinger ran, ob Marci hört, dass es... Ja, ja, ja. Die sind es, ja. Das ist richtig Bluetooth. Also ich verstehe dich ganz gut. Aber nur das linke Ohr. Okay, dann ist da das Mikrofon drin. Okay, aber ich habe die Stereo drauf und vom Klang her ist es okay. Also klar, wir sitzen nebeneinander hier irgendwie. Ja, aber du siehst, das hört sich an, als wenn du in einer großen Halle wärst und schlecht Empfang hättest, aber alles gut. Es ist nutzbar, sagen wir so. Also korrekt, ja. Kommt doch verzögert. Ja, ich muss es leider auflegen. Tschüss. Oh, toll. Kurz an den Boden. Abgewürgt. Ja, also Mikrofon ist drin, auf der linken Seite haben wir festgestellt. Klangqualität oder Gesprächsqualität ist in Ordnung. Marci sagte, es klingt bei mir wie eine Bahnhofshalle, Durchgangshalle mit viel Leben. Aber ist okay. Also, sagen wir mal so. Das jetzt weiter? Ich weiß jetzt nicht, ob das, was der Preis sagt. Ist tatsächlich mit Touch. Klanglich knapp über Tüte mit Blechdose kombiniert, ist jetzt kein wirklicher Genuss. Also man kann Musik mithören, es kommt auch so ein bisschen Bass bei raus, aber so die Feinheiten der gesamten Musik fehlen einfach. Das ist einfach so, es strahlt irgendwie ins Ohr und so richtig gut klingt das jetzt nicht. Also ich würde sie mir persönlich jetzt nicht aufsetzen, finde ich jetzt schon schwierig. Also immer wer überhaupt gar keinen Anspruch hat und irgendwas braucht oder für die Kinder oder hier so ein Kaufland-Logo haben will, stimmt eigentlich, oder? Das hat nicht eigentlich... Ach, Marktkauf! Eigentlich ist das grün. Kennt ihr bestimmt auch, oder? Also, ich weiß nicht, was sie kosten, aber ich würde vielleicht sagen, leg doch lieber 3 Mark mehr drauf, um etwas Besseres zu bekommen. Also das Ganze mit dem Case hier schon alleine wirkt schon super günstig und vom Klang her ist da halt einfach weit lang nichts Gutes bei. Na, sag mal. So wie sie dastehen. Ich mache jetzt einfach nochmal die 9,95 €, damit wir das nochmal einmal rund kriegen hier. Einfach so, auch wenn es vielleicht nicht hinkommt, ich weiß es nicht. 12,95 €. Exakt 13,99 €. Obwohl ich wahrscheinlich wieder viel zu hoch liege. Diese TBS-Kopfhörer kosten 11,95 €. Nein, ich wollte jetzt 11,95 € sagen, aber ist egal. Ja, und ich habe mal auf Amazon geguckt, also es gibt auch die günstigsten, fangen so bei 11,99 € an und die haben dann aber auch 2 von 5 Sternen. Ja, genau in die Kategorie schlägt das Ding auch ein. Also es ist, wir haben schon als Importkanal, das ist ja eigentlich unser Ursprung und wir testen ja schon seit 2015 auch Importe, da haben wir Redmi, Xiaomi und andere Kopfhörer gehabt, die teilweise 15 oder 20 Euro gekostet haben, TWS. Ja, also auch True Wireless Stereo und die klingen um Welten besser. Die lagen dann hier vielleicht bei 15 bis 25 € von Redmi zum Beispiel. Ich weiß jetzt nicht, welche Generation das war, die zweite vielleicht.
Und die waren super günstig als Import und die haben aber auch vernünftig geklungen für das Preisverhältnis. Aber diese 11 Euro finde ich nicht gut angelegt. Das ist ein Produkt, wo ich wirklich sage, ja, aber entweder willst du deine Kinder quälen oder dich selber. Aber auch nur aus dem Grund, weil man halt für 3-4 Euro ja, mehr... Richtig, da ist die Konkurrenz einfach riesengroß. Und auch selbst Mediamarkt und Co. bieten ja schon für wenige Euro so Bluetooth-Kopfhörer an und die können sich hier einfach da nicht durchsetzen. Also ja, das ist halt das, wo ich sage, davon tatsächlich die Finger lassen, das macht, da macht ihr euch keine Freude mit. Aber ich glaube, da gab es auch teurere. Ich habe ja mich bewusst dann immer für die sehr preislich interessanten Produkte entschieden. Es ist ja auch völlig okay. Man kann, dann weiß man ja wenigstens auch, was kriege ich denn jetzt für wenig Geld? Lohnt sich oder lohnt sich nicht? Ja. In dem Fall würde ich halt sagen, nee, das lohnt sich also jetzt. Gibt es da eigentlich überhaupt Produkte, die mal die 20 Euro... Marke überhaupt drum zu. Ja, gibt es. Das zeigt mir vorhin auch schon so. Aber es gibt auch viele Kopfhörer zur Auswahl und da waren dann auch... Wir haben jetzt hier so ein Produkt, ich behaupte einfach mal, das übersteigt die 20 Euro vielleicht sogar. Marci, aber das ist eigentlich dein Themengebiet mit Karaoke, oder? Mhm. Mhm. Mit 3,8 im Ton, ja. Und auch hier wieder als super K-Pop schön Fan verklebt. Ah, Kai ist K-Pop-Fan. Ja, Kai-Pop. Geil. Gleich 12 Kilometer Kabel dazu. Hey. Oh je. Yeah. Und ein Kabel. Hey. Und dann haben wir hier die Riesenanlage. Also, Alter. Das hat mit Disco-Kugel oben. Stimmt, das hat richtig. Man muss es gerade sich richtig anstrengen. Rausholen. Ja. Was muss ich mich anstrengen? Gewichte. Gestimmt. Nein, du willst es doch wert, ja. Du hast ja gesagt, das kostet 20 Euro. Kostet mehr als 20 Euro. Ja, 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 natürlich. Also, wir gucken uns mal die Rückseite an. Zwei Mikrofoneingänge, die haben wir ja beiliegen. Wir haben noch AUX 1, AUX 2 und Strom zum Aufladen, nehme ich mal an, weil das wird USB-C, bestimmt keine Stromversorgung Mensch sein. Auch USB-C verschraubt. Das gleiche günstige Kunststoff wie von allen anderen Produkten. Vorne haben wir tatsächlich auch Metallgitter drin. Unten haben wir Gummifüße. Und auf der Oberseite sind die überkrassen Bedienelemente. Bluetooth 5.3 und es hat einen Akku mit 1200 mAh. Alter, guck dir an. Riesen krasse Animation. Und mein Telefon ist schon wieder gefordert. Guck also mal, ich dürfte das mal von vorne angucken. Also 25 Watt Musikleistung sind angegeben. 25 Watt ist mehr als die anderen hatten. So. Es sieht schon geil aus mit der Pixel. Auch. Karaoke-Box. Jetzt die Mikrofone rein. Das ist so richtig retro. Oh, 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 oh. Das ist nicht copyright-frei, das können wir nicht abspielen. I've been looking for freedom. Don't hassle the Hoff. Ja, ja. Ach, das blendet aber auch was. Aber ich habe hier noch ein bisschen Musik. So, warte mal, wir machen mal ganz kurz erstmal so. Ich mache erstmal ganz kurz Musik an. Ach so, ist das copyright? Und der DJ ist am Start, meine Leute. Es geht los. Eine Runde. Einmal Glück. Wer hat noch nicht? Und ich glaube, ich bin bescheuert. Ich packe noch einen halben Hahn mit bei. Ja, ja, darf der Billy jetzt erstmal Ruhe. Mein Käse ist wichtiger als deine komischen Buletten. Das Mikrofon ist nicht so geil. Ne? Nee, also, aber dafür liegen auch zwei bei. Das zwei macht es dreimal nicht so geil, Team. Aber vielleicht klingt man besser, wenn man beide benutzt. Also die nächste Filmfeier ist die letzte. Test, 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 test. Noch eine Runde, eine mehr, eine weniger. Was geht denn heute? Heute geht nichts mehr. So. Ist das die volle Lautstärke? Warte. Volume Maximum. Volume Maximum. Schön. Ey, aber Jens, oh, sehr mit Herz. Marci, jetzt sei mal nicht so. Ne? Quatsch mal nicht immer dazwischen, wenn ich was sagen will. Ein Glück habe ich jetzt hier so einen kleinen Meinungsverstärker für etwas lautere Lautstärke. Und den packe ich jetzt weg. Deine Meinung will okay. Doch, wollen sie. Also ich finde am genialsten wirklich dieses Pixel-Ding oben. Ja, vor. Tatsächlich. Also ich habe keine Ahnung, ob ich das irgendwie umschalten kann oder ob das wirklich nur das LED-Logo ist, das L, was ich hier drücke. Doch, du hier oben tut sich so ein bisschen auch was mit wechseln. Ey, aber richtig gezielt kann man es jetzt nicht auswählen. Aber für einen Kindergeburtstag perfekt, Alter. Für deinen Geburtstag perfekt. Aber richtig. Du hattest gerade erst. Also von daher lohnt es sich. Aber ich finde gut, dass auf dem Bildchen Funkmikrofon abgebildet ist. Hier auf der Seite. Ach, da auf der Seite. Ach so, genau. Ist aber unten auch ein ist die Kugel zu sehen. Ja? Ist auch ein anderes. Ey, klar. Aber die Kugel ist trotzdem unten zu sehen in der Ecke. Auch noch mit Spezial. Kann man das Echo an- und ausmachen? Hallo, hallo. Doch. Oh, ah, oh, oh. Weil hier steht nämlich mit Voice-Effekten. Ah, das ist ja blanker Wahnsinn.
Hallo meine Freunde, schön willkommen bei der Mickey Mouse Show. Oder Chipmunks, ich bin mir nicht ganz sicher. Du hast Male, Female, Child und Echo. Oh yeah, es geht wieder los. Das ist jetzt männlich. Super männlich. Und was ist das? Das ist die weibliche Stimme oder was? Anscheinend. Und dann soll noch Kind kommen, das wird dann richtig Chipmunk? Chipmunks, nein. Hallo, das ist meine eigentliche Stimme, falls wenn ihr die nicht mehr kennt. Tritratralala, was passiert hier? Es ist der Hall, der ist da. Und jetzt haben wir die Kinderstimme anscheinend. Obwohl es eigentlich wie auf Helium klingt. Und wenn du 2 Sekunden gedrückt lässt, kannst du zwischen AUX und Bluetooth wechseln. Ach so. Nö, das wollen wir jetzt nicht. Hallo? Und genau, die ganz also an der anderen Seite die Taste kannst du einen Sync, dass er sich an der Musik anschaltet. Du hast nämlich 2 Modi, Sync und Auto. Bei Auto macht er 9 verschiedene Effekte immer nacheinander und bei Sync halt anpassend zur Musik. Kann er sich auch pairen? Nee, ich denke kein nicht. Kein TWS? Nee, das heißt nicht. Nee. Double Press, um zwischen Auto und Sync zu wechseln. Nee, die andere Seite. Genau. Hallo. Oh, was ist denn jetzt los? Also, das ist schon eine krasse Kiste. Also, krass. Also ganz ehrlich, ich weiß immer noch nicht, was es kostet. Aber es spielt auch Musik. Yeah. RMS 10 Watt. Was steht hier denn? Alles so schön, das Produkt. Nur einmal 10 Watt? Brauchst du das ja nicht schönreden. Das ist wieder so ein unverschämt günstiger Preis. Akkulaufzeit bei 50% Lautstärke ohne LEDs 5 Stunden und mit LED an bei 50% Lautstärke 2,5 Stunden. Und ist doch völlig okay. Ja, also alles ist mit bei. 2 Mikrofone, klar, kabelgebunden, qualitativ jetzt nicht so mega geil, reicht aus. Wir haben verschiedene Soundmodi, verschiedene Sprachen quasi. Wir haben verschiedene Lichteffekte, wir können halt quasi auf die Musik reagieren lassen. Es leuchtet, es blinkt, es ist mit einer irgendwie sehr, sehr coolen 8-Bit-Retro-Pixel, ist ja weniger als 8-Bit, Pixeloptik gesegnet. Genau, so 5x5 Pixel. Es ist irgendwie ganz die cool. Die kann man mitzählen, die Pixel, ja. Du kannst die Pixel mitzählen, ja. Na, es ist schätzt doch mal, cool, was, es funktioniert. Was ist man eigentlich dafür bezahlt? Ach, hier oben ist noch eine Betriebsanzeige, okay. Ich hatte ja letztens so einen fancy Bluetooth-Lautsprecher in groß, der lag ja bei 21,99. Der hatte keine Mikrofone und hat nicht so ganz krass viel LED gehabt. Oh, und klang der ähnlich? Ich weiß gar nicht mehr. Nee, da war auch relativ wenig Bass drin. Also das ist noch, ich glaube, ein Hauch besser als der andere. Ich sage jetzt mal ganz optimistisch 24,95. Du knackst die 20 Euro? Über 20 sogar. Ich weiß nicht. Ich bleib genau drunter, 19,95. Ich sag 19,99, weil Kai die 20-Euro-Marke nicht knacken wollte. Genau, Kai ist nämlich ein Geizhals. Also, diese... Was ist das? Ich hab's nicht gesagt. Diese Karaoke-Maschine mit 2 Mikrofonen kostet 19,95. Tja, 5 Euro. Ja, das ist geil. Wahnsinn. So, ihr alten Schlaufüchse. Ja, aber Kai ist ein sehr, sehr angenehmer Preis. Ja, absolut. Also es ist eine Spielerei, ohne Frage, ist Karaoke so oder so. Aber mit dem Licht, mit den Spracheffekten, also mit dem Voice Changer und so weiter, 2 Mikrofone mit bei und das halt eben für mal gerade mal unter 20 Euro. Das ist gut. Ist krass. Ich weiß nicht, wie die es machen, aber die müssen halt in so riesen Massen produzieren lassen, dass sie das halt dann auch entsprechend mit nur wenig Aufpreis verkaufen können, aber sich für die immer noch lohnt. Also ich weiß nicht, es muss sich rechnen, sonst wird es ja nicht immer mehr von den Action-Shops geben, die sich dann weiter nach Deutschland und sonst wohin verteilen. Es ist schon bemerkenswert irgendwie. Ja. Wie viele Produkte waren es? 10 Stück. 10. Ronny, also wir hatten die PS5-Ladestation, die Gaming-Maus, die Tastatur. Mach nicht so schnell. Das Lautsprecherset, die Soundbar, das Dual-Qi-Ladegerät, die TWS-Kopfhörer, wir hatten den Wecker, wir hatten den Mini-Lautsprecher und wir haben die Karaoke-Maschine. Und wer näher am Preis dran liegt, kriegt alles in die Hand gedrückt. 200 Euro. Nee, 200 Euro ist viel zu viel. Bei 10 Produkte, wo eins 20 Euro gekostet hat. Ja, ich will es ja nicht. Marci hat es nicht verstanden. So, ich habe jetzt, glaube ich, nochmal alles auf den Tisch hingelegt. 89 Euro. Nee, das kommt nicht hin. Aber das sagst du auch nur... Was? Battery low. Das ist ja low. Ja, 89 Euro ist meine Ansage jetzt hier. Komm. Ja. Vielleicht haben wir was vergessen. Vielleicht sind es auch 99 Euro.
Also es ist knapp unter, über 100 Euro gekommen, 110 so. Na komm. Ich sag 135. Also, ich habe bezahlt 106,62 Euro. Oh, wir sind richtig gut dabei. Marci ist am besten dran. Nein! 163! Nee, ohne Mist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mir ein Highlight rauspicken müsste, oder rauspicken darf, ich finde die Karaoke-Maschine genial. Ja, aber schon. Jetzt mal unabhängig von der Spielerei, finde ich, dass das doppelte Chi-Ladegerät, und das hat auch wirklich auf Anhieb sofort funktioniert und so weiter. Auch wenn es nicht wertig wirkt, aber ey, ich kann zwei Geräte kabellos laden. Es hat ja schon gut angefangen mit den Boxen. Also wenn man jetzt nicht groß laut, also genau. Wenn man sein Kind zu mir Lautsprecher zum für den PC holt, und hat man nicht die Lautstärkeprobleme, weil die ja nicht so laut sind. Richtig. Und ich muss dazu noch sagen, ich finde halt dieses duale Ladepad sehr gut, weil halt das Netzteil beiliegt. Weil bei allen anderen, preislich, na klar, braucht man nicht drüber reden, liegt halt kein Netzteil bei. Aber bei dem lag ein Netzteil bei. Das ist wirklich komplett ready to use. Mega. Also, das hat mich wirklich abgeholt. Ich finde auch den Wecker da mit dem mit der Dings. Das ist, was hat der gekostet? Ein Zehner? Nicht mal oder so. Ja, 10 Euro ohne Netzteil. Ja, und. Und es gab der übrigens. Der sieht ja nicht mal so schlecht aus. Ich meine, wenn die Front, ja. Es ja. gab übrigens, glaube ich, 10 Wattnetzteile, 10 oder 15 Wattnetzteile, ich glaube, für 4, 5 Euro, ja. Ja, jetzt seid ihr gefragt, was habt ihr denn geschätzt, was wir dafür bezahlt haben? Jetzt ist es ja raus, 106 Euro haben wir im Gesamten bezahlt. Jetzt gehen wir ganz gerne mit 106 Euro nach Mediamarkt und versuche mal, die günstigsten Dinge zu finden und zu kaufen. Ob du auf genauso 10 Produkte kommst, ich sage jetzt erstmal direkt so, nö. Also Amazon, selbst da haben wir ja parallel ein bisschen mal was verglichen. Selbst da wird es schon schwierig, Ähnliches für so wenig Geld zu bekommen. Und das muss man halt einfach mal sich nochmal durch den Kopf gehen lassen, auf der Zunge zergehen lassen. Man gibt hier 10 Euro aus, bekommt ein vollwertiges Produkt, kann es theoretisch im Idealfall auch wieder zurückgeben, wenn es nicht funktioniert. Man hat 2 Jahre Garantie und ja, natürlich, man muss sich dahin bewegen, man muss hinfahren, aber wer die Möglichkeit hat und so ein Action um die Ecke hat, sollte einfach mal vielleicht gucken gehen, weil da gibt es ja, wie gesagt, nicht nur sowas, sondern halt auch Deko-Elemente, LED, Smart Home, Non-Food, also ein paar Getränke gibt es da auch und auch Süßigkeiten und so weiter. Und wenn wir da sind, wir nehmen eigentlich immer irgendwas mit. Das ist ein bisschen wie Ikea. Jeder, der zu Ikea geht, hat mindestens eine Kerze im Warenkorb. Und hier ist es dann halt irgendwie eine LED-Lampe oder so. Und hier ist es aber auch so, natürlich nicht jedes Produkt lohnt sich wirklich. Und man muss auch immer bedenken, wenn man ein bisschen was drauflegt, bekommt man auch durchaus bessere Produkte. Aber für das geringe Geld ist keines davon wirklich ein Reinfall. Weil selbst die TWS für 12 Euro, natürlich klingen sie nicht gut. Aber sie sind auch kein Totalreinfall gewesen. Ja, und auch die Anruffunktion hat funktioniert und alles. Ja, das stimmt. Das geht schon. Das geht schon. Also ich finde es wirklich toll, dass kein Produkt ein Totalreinfall ist, wie man es erstmal anhand des Preises, wenn man erst den Preis sieht im Laden und dann schon so mit einer gewissen Skepsis rangeht, bestätigt sich nicht. Ja. Und das ist das, was mich wirklich überrascht. Immer wieder. Und jetzt auch schon beim zweiten Video. Und letztendlich sind es chinesische Preise oder fast chinesische Preise mitten in Deutschland. Die du einfach lokal irgendwo kaufen kannst. Also das ist schon wirklich Wahnsinn, was sie da machen, wie sie es machen, keine Ahnung. Aber um nochmal auf euer Feedback zurückzukommen, um die Nachhaltigkeit mit nochmal kurz abzugreifen. Ihr habt uns ja bestätigt, dass eure Produkte auch nach 1-2 Jahren noch funktioniert haben. Das heißt ja, das ist ja nicht nur, weil es billig ist, ist es dann halt nach einem halben Jahr oder 3 Monate kaputt. Sowas liest man auf Amazon auch bei Premium-Herstellern, dass da manche Sachen da nur ein halbes Jahr gehalten haben. Und ihr sagt, ihr uns in den Kommentaren, vielleicht bestätigt ihr das jetzt auch nochmal, dass das Zeug trotzdem funktioniert und hält. Es waren ja sogar ganz viele Aussagen bei, wo manche sagten, die haben das seit 4-5 Jahren. Teilweise haben welche von euch geschrieben, die nutzen es im Büro. Und da dann wirklich wahrscheinlich auch täglich. Also Das ist eine Aussage. Ne? Also natürlich waren auch negative Aussagen. Ja, natürlich. Wird es ja immer mal geben. Ist ja nicht alles Gold, was glänzt. Und wir sagen ja auch immer, wir versuchen das ja auch immer ein bisschen zu relativieren. Ja. Du bezahlst wenig und du bekommst natürlich auch wenig, aber im Vergleich zu anderen Anbietern, Herstellern und Shops ist das schon deutlich mehr, was du für wenig Geld bekommst als woanders. Das muss man einfach mal ganz klar so offenbaren. Und ich muss dazu sagen, wir sind wieder auf euer Feedback gespannt. Ja. Habt ihr davon schon ein Produkt im Einsatz? Könnt ihr da schon ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Ey, ich habe das jetzt schon seit 2-3 Jahren im Einsatz oder so weiter. Oder Empfehlungen für andere Produkte, die bei Action wirklich gut sind, die ihr schon ausprobieren konntet. Oder was mich auch noch interessieren würde, kennt ihr alternative Läden, die wir so gar nicht auf dem Zettel haben? Weiß ich, einen Teddy, einen Woolworths und so weiter, wo ihr sagt, ey, da kaufe ich auch ganz gerne mal so günstige Produkte und die halten trotzdem lange.
lasst es uns auch mal gern wissen, weil wir wollen ja vielleicht nochmal so ein Video machen und wer weiß, ob es dann nochmal Action wird oder vielleicht ein ganz anderer Laden, den wir auch noch gar nicht auf dem Schirm haben. Würde mich auch mal interessieren. Ja, da sind wir natürlich offen. Ihr solltet ja genauso Spaß beim Videoschauen haben. Und wenn wir der Sache nachkommen können und das auch bei uns in der Region gibt, das ist ein bisschen schwierig zum Beispiel. Also Saturn zum Beispiel gibt es bei uns erst 1,5 Stunden entfernt. Also es würde jetzt keinen Sinn machen, da irgendwas zu machen. Aber das nur als Beispiel. Aber wenn wir irgendwas umsetzen können, machen wir das natürlich. Daraus ist ja der Kanal entstanden, schon ganz früher, auch als Technikkanal. Da wollen wir natürlich mit euch als Community weiter zusammenarbeiten und zusammen bauen. Action! Ja, da nochmal. Ja, schön Spiegelfeld. Hab nochmal meine... Übrigens, sie wurden bedient von Jessica. Jessica, vielen Dank. Ich war gestern bei dir an der Kasse und das ganze Band war voll. Ich habe hier 108,78 Euro draufstehen. Ich habe noch 69 Cent für die Tüte bezahlt. Und drei Mülleimer. Und ich habe noch 3 Müllbeuteltüten mitgenommen fürs Büro. Super. Ja gut, ich würde sagen... Die haben 49 Cent die Rolle gekostet. So. Klappe, Action aus, Take 1 ist durch. Und tschüss, Kommentare jetzt reinballern. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Au. Action. Das war zu laut. Cut.